Ja, servus die Madln und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder am Weg zur Donau. Diesmal bin ich wieder auf Kanuntumer Seiten herunter, also quasi vis-à-vis von meinem Karibik-Strandl. Und ja, es ist jetzt kurz vor 1:30 Uhr, Freitag. Keine Leute unterwegs, also machen wir es jetzt ein bisschen gemütlich. Natürlich haben wir noch nicht so viel herin, dass das da durchrennt. Also da fällt locker ein guter Meter, 1,5 würde ich sagen, aber immerhin. Es ist wieder alles schön unter Wasser. Herrlich. Ja, auf dem Baum sitzt heute leider gar nichts drauf. Normal sitzt er immer 1-2 Reihen um. Aber heute nicht. Wir werden wahrscheinlich baden gegangen sein oder fischen. Ja, Freunde, wir haben da jetzt 29 Grad. Ich muss auf alle Fälle schauen, dass ich ein bisschen in Schatten komme. Da in den Wald stiegel ich herinnen, alles so schön grün überzogen. Macht sich schon gut, auch wenn das nur ungerade ist, aber es schaut geil aus. Ja, da bin ich jetzt wieder an meinem Bäumchen angekommen mit den Hochwasserständen. Und da, wo ich immer hinterher gehe, der Verbotsschild. Ja, das ist neu, das kannte ich noch nicht. Steht noch nicht lang da, aber wenn das halte ich mir natürlich, ich gehe da hinterher nicht, gehe woanders hin. Tja, ich hätte mir es zwar da gern gemütlich gemacht, aber was so ist, was verboten ist, ist verboten. Und aber auf der anderen Seite könnt ihr da auch ein bisschen reinschauen. Da ist nichts verboten. Schau ich halt da rein. Es dürfte da auch so Hügelgräber sein, aber ich stehe sowieso niemanden. Ich hoffe, sie bleiben da drin. Wie man sehen kann, haben wir es schon gemütlich gemacht. Haben wir schon alles hergekriegt. Da geht zwar ein bisschen Wind herin, aber ich muss sagen, diese Viecher sind heute lästig. Und jetzt kommt er ja endlich einmal zum Einsatz. Ob er da jetzt wirklich was hilft, so schlimm ist nicht, aber ich will ihn endlich einmal einschalten, weil bis dato war der noch nie im Einsatz. Also, ich sage einmal von der Tarnung her, passt es da gut rein, gibt es kein Problem. Okay, ist er fertig. Meine Krankensessel. Mein erster Gedanke ist wieder bei euch. Gesund werden und alle gesunden, werdet ihr mir nicht krank. Prost! Ein bisschen warten, das ist wirklich verdammt heiß. Ne? Ja, ich werde es jetzt natürlich nur ein bisschen verfolgen. Ah, das ist schon schön warm da. Es ist nicht extrem heiß. Aber schau mal, dabei war jetzt nicht einmal irgendeine kleinste Mucken da, also das taugt mir schon einmal sehr gut. Und wie gesagt, wenn die Blatteln, was da dabei waren, nicht helfen, nehmen wir die von meinem Thermacell, schneid's auseinander und da weiß ich, die helfen sowieso. Aber im Augenblick bin ich zufrieden, da rundum und um ziehst du nur so Klarzeug um. Aber da ist jetzt wirklich eine herrliche Ruhe, freut mich. So, schauen wir mal, ob da schon was geht. Ja, was gibt es Neues? Wahrscheinlich im letzten Video gesehen habt, mit der Drohne, wo ich geflogen bin, da habe ich so einen Test gemacht. Ich habe meine Mini 1 echt super verkauft und habe mir die Mini 2 geholt. Und die habe ich auch extrem günstig geschossen. Also da habe ich mehr Kick wie Verstand wahrscheinlich gehabt. Ich habe nicht viel aufgelegt auf das Ganze. Und nein, meine 3 war für mich nicht in Frage. Ich komme jetzt nicht wegen einem Geld, aber ich brauche es nicht wirklich. Und bevor ich die Mini 2 gekauft habe, also während dem Kaufen, habe ich da dieses Programm, dieses Maven entdeckt, wo man sie verfolgen lassen kann.
Und das funktioniert echt super. Also ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Das letzte Video kann ich euch da oben gern verlinken, wo ich da unterwegs war mit der Drohne. Da habe ich nur so ein bisschen probiert von Verfolgung her. Geht auch als Rauer verfolgen, super. Also alle Achtung. Ich habe mir jetzt noch so eine Lenkerhalterung gekauft, dass man diese Fernbedienung mit dem Handy auf den Lenker montieren kann. Ja, und dadurch, dass das so wirklich so gut funktioniert, gut, sie hat auch keine Sensorik, links, rechts, viere, aber das ist mir eigentlich wurscht, das muss nicht haben. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben für die Dreier, weil es mich gar nicht so interessiert. Ich bin mit der Zwarer super zufrieden. Die hat diesen Octosync, also da könnt ihr ja zig Kilometer fliegen und es habt immer noch eine Verbindung gegenüber der Einser, die was mit WLAN arbeitet. Darf man natürlich nicht so weit fliegen, aber man könnte halt. Aber habe ich auch nicht notwendig. Aber es ist natürlich, ich habe es bei der Einser schon gemerkt, wenn du ein bisschen Wegdraht hast mit den Antennen, dann war schon ein bisschen Funkabbruch und ja, windanfälliger, da ist die 2 auch natürlich besser. Und die 1er hat ja nur 2,7K und die 2er hat jetzt 4K, also das ist schon was anderes. Also. Ja, aber weiter zu meinem Flextal-Gear. Das seht ihr selber, um mich ist alles weg. Freut mich, obwohl wirklich ein Liftel da durchgeht. Eigentlich müsste man das alles da umbetreiben, aber es dürfte halbwegs funktionieren. Ah. Ja, sonst gibt es nicht viel Neues. Wieder war jetzt ein paar Tage zum Behandeln eigentlich. Stürmisch, du kannst den nicht rausgehen unbedingt im Wald. Ja, wie gesagt, ich warte jetzt auf diese Lenkerhalterung für meine Drohnenfernbedienung und dann möchte ich noch so einiges probieren, das kann wirklich eine ganze Menge, also das, was mir sehr gut auch gefällt, also abgesehen von der Verfolgung, das macht es wirklich pipifein, das müsst ihr natürlich aufpassen, dass nichts im Weg ist oder ich lasse das Hecher fliehen, weil sonst zischt natürlich in ein Baum rein, das ist logisch. Aber es gibt da so ein paar Sachen, du kannst da daheim auf dem Google Maps ein Strecken ausstecken, kannst ein Boy of Interest setzen. Das heißt, du hast jetzt irgendeine Sehenswürdigkeit, wurscht, ob das jetzt ein Baum ist oder irgendwas. Da setzt dann in der Mitte den Boy of Interest, machst dann rundum so ein Waypoints. Die Kamera schaut dann automatisch immer aufs Zentrum und fliegt das an. Du kannst die Höhen verstellen, du kannst die Kamera alles in dem Programm schon verstellen. Das machst du alles daheim, hast du das dann auf dein Handy drauf. Also kannst du das eh anrufen. Ich mache das am PC, das heißt flylichi.com. Muss man sich anmelden, ist gratis. Und das ist mit der Maven App kompatibel. Ich habe diese Litchi App auch, da würde ich auch noch ein bisschen probieren. Aber von der Verfolgung her ist Maven einfach ein Traum. Du kannst dann sogar einstellen, dass die um einen gewissen, auch wenn du mit Rauer fährst, dass die ein Gras immer um die zieht. Du kannst den Gras sagen, wie groß der sein soll, wie hoch die fliegen soll. Also ich finde, das ist echt eine spitzenmäßige App. Die Litchi kostet, glaube ich, 25, der 24,99 und die Maven kostet 17 Euro. Also, es wurscht. Also das Litchi für den PC ist gratis, da braucht ihr euch nur anmelden. Wenn ihr aber die App wollt, müsst ihr es natürlich kaufen. Aber die sind alle zwei super, die Litchi ist auch auf Deutsch, ja. Aber sind alle zwei relativ einfach zum Verstehen und echt super. Und es funktioniert mit verdammt viel Drohnen. Ich kann euch da mal das alles einschreiben, mit was für Drohnen das alles funktioniert. Also mit DJI natürlich nur, mit anderen funktioniert das Ganze nicht. Aber da ist wirklich eine ganze Litanei dabei und das funktioniert auch zum Beispiel mit der Mavic Mini 1, also das geht da genauso. Ja, dann auch noch, weil ich gefragt worden bin wegen Übernachtungen, ob da wieder was kommt. Ja, ich bin mir selber noch unsicher. Ich habe eigentlich nur mehr einen Sommerschlafsack und
eine U815 Isomatten. In der Köln, das war sowieso nichts für mich. Frühling ist immer so eine Sache mit den ganzen Pollen. Das geht bei mir ein bisschen auf die Lungen. Ich kriege auch wieder eine Kuh. Ja, sicher, wenn da ein bisschen weniger war, war es mit der Luft auch ein bisschen besser. Aber was so ist. Ja, so ist es halt. An der Donauübernachtung kann ich sowieso vergessen. Also da sind die Parkranger so scharf, die Strafen. Das kostet schon bald ein Vermögen, wenn sie da erwischen. Du kannst zwar am Tag alles Mögliche aufbauen mit Tarp oder Zelt, aber sobald es finster wird, musst du verzupfen, wenn dich da einer erwischt. Das kostet Unmengen an Geld und das rentiert sich gar nicht. Ja, ich werde vielleicht wieder auf meinen Hausberger laufen gehen. Auf meinen Platz mit der großen Lagerfeuerstelle. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich dort einmal wieder was mache. Aber da muss ich in der Nacht auch wirklich so mindestens über 10, 12 Grad haben. Ja, aber da warte ich einfach einmal ab, wie sich entwickelt und dann schauen wir weiter. Ja, mein Ersatz, der Marcel, mein Flextil hier, macht glaube ich seinen Job ganz gut. Wie gesagt, ich kann das erst genauer testen, wenn eigentlich kein Wind geht. Es sind immer wieder ein paar da. Wie gesagt, wir verwadern natürlich, wir müssen man vielleicht da vorne irgendwo herlegen. Aber ich werde ihn sicher noch weiterhin prüfen. Jo. In der Zwischenzeit haben wir es eh halb vier. Das heißt, ich bin eh wieder gemütlich zwei Stunden da gewesen. Das ist eh okay. Und jetzt sage ich, baue ich schon langsam wieder gemütlich an. Und gehe dann schon langsam wieder zurück. So macht man das. So, vielleicht noch ein kleines Fazit. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber da fliegen schon wieder alle vor mir herum. Also das ist jetzt seit 5 Minuten Radrad. Ja, es ist noch ein bisschen warm, aber es wird wahrscheinlich nichts mehr dampfen. Und ich hoffe, man kann das im Video sehen, da fliegen schon wieder etliche kleine Minkel herum. Also das hilft sicher was. Ja, alles fertig, passt, das stellt sich in ein paar Wochen wieder auf, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Ja, wir haben es jetzt kurz nach 4 und jetzt sagen, gehen wir schon gemütlich zurück. Da hinten sind wieder zwei Schwäne versteckt. Suchen sie einer Futter am Grund. Jo, Freunde, da ist die Strecken eh schon kennt. In- und auswendig verabschiede ich mich gleich da von euch, habe zunächst ein schönes Ambiente hinter mir und ich sage immer danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.